Hi Leute, willkommen zum vierten Teil unserer Serie Athletische Fußarbeit. Heute schauen wir uns den Halbschritt im Standkampf beim Ring und beim Grappling an. Das Problem, was wir hier haben, ist, dass unsere Kampfstellung in beiden Disziplinen einen schnellen Dehnungsverkürzungszyklus eigentlich erschwert. Dieser funktioniert nämlich am besten, wenn wir relativ aufrecht stehen, also beim Sprint zum Beispiel, oder auch beim Striken. Beim Ring und beim Grappling stehen wir zum einen aber relativ tief, teilweise sogar vorgebeugt, und zum anderen stehen wir auch relativ fest, eben halt, weil wir nicht rumgeschubst werden wollen. Hier geben sich also wieder besondere Gelenkwinkel mit anderen Dehnungsverkürzungszyklen, und die müssen wir halt dementsprechend auch gesondert trainieren. Heute habe ich euch einen Special Guest mitgebracht, mit dem zusammen ich euch jetzt zeigen will, wie ihr das am besten üben könnt. Hier demonstriert niemand Geringeres als unser Ringertrainer Iba, wie man richtig Schattenringen macht. Er kombiniert dabei verschiedene Halbschritte, entweder seitwärts, um Angriffswinkel herzustellen, mit dem vorderen Bein, um einen Angriff zu filtrieren, oder mit dem hinteren Bein, um den imaginären Gegner anzureißen und dann mit dem vorderen Bein in die Standfläche zu gelangen. Aber kümmern wir uns als erstes um den Halbschritt als Mittel, um einen Angriffswinkel herzustellen. Hier zeigt Lieber zunächst, wie die Schrittfolge ohne Partner ausschauen könnte. Bei den folgenden Angriffen kann man dann sehr gut sehen, wie schnell der Halbschritt eigentlich sein muss. Die Bodenberührung ist sehr kurz und schiebt danach den eigenen Schwerpunkt explosiv und direkt in den Mann. Während Iva gerade Hüftangriffe demonstriert hat, zeige ich nun Beinangriffe mit derselben Halsschrittfolge. Zunächst ohne Partner. Iva und ich stehen beide in Linksauslage. Wenn ich das vordere Bein angreifen will, mache ich zuerst einen sehr kurzen Halbschritt mit dem rechten Bein nach rechts, um dann mit dem linken Fuß in die Standfläche zu gelangen. Der Halbschritt mit rechts macht also zweierlei. Einmal schafft er den überraschenden Angriffswinkel und zum zweiten hilft er, das linke Bein nach vorne in die Standfläche zu katapultieren. Ob man dabei mit dem linken Knie auf den Boden geht oder nicht, ist für den Halbschritt eigentlich unerheblich und hängt nur von der Kampfstellung des Partners ab. Schauen wir uns jetzt den Halbschritt mit dem hinteren Bein nach hinten an. Hier zeigt Ida erstmal die Schrittfolge, um mit dem Halbschritt nach hinten in Kombination mit einer Anreißbewegung einen Hüftangriff vorzubereiten. Erst holt sich Ida die Armklammer. Dann reißt er mich nach vorne an und zwingt mich dazu, einen linken Schritt zu machen. Gleichzeitig macht er dabei einen rechten Schritt nach vorne und gelangt so tief in meine Standfläche rein. Hier kann man sehr schön sehen, wie der linke Halbschritt nach hinten zusammen mit der Anreißbewegung es Iba ermöglichen, mit dem rechten Schritt so weit nach vorne zu kommen, dass sein Hüftschwerpunkt nun deutlich unter meinem liegt. Mit dieser Schrittkombination lässt sich fast jeder Hüft- oder Beinangriff vorbereiten. Wichtig ist alleine die Platzierung des Angriffsschritts. Dieser Angriff demonstriert noch einmal sehr gut den auftaktischen Charakter des einleitenden Halbschrittes nach hinten. Er ist kurz und zusammen mit der Anreißbewegung auch kraftvoll. Er ist gut getimt und er lenkt die Energie wieder direkt nach vorne in den eigentlichen Angriffsschritt. Dieser ist gut platziert und im Verhältnis länger und er geht immer tief in die Standfläche. Egal welcher Angriff damit eingeleitet wird, das Resultat sollte immer dasselbe sein. Dieselbe Schrittfolge kennen wir übrigens schon aus unserem Striking-Video mit unserem Pull-Counter und wir werden sie auch in unserem Grappling-Video wiederfinden. Jetzt schauen wir uns aber nochmal den Halbschritt mit dem vorderen Bein an. Mit einer schnellen Gewichtsverlagerung mache ich einen Halbschritt, nach einer sehr kurzen Bodenberührung ziehe ich mich aber wieder zurück und lade mein hinteres Bein wieder erneut auf. In einer zweiten Angriffswelle mache ich dann meinen eigentlichen Angriffsschritt und attackiere das hintere Bein von Iba. Wie deutlich die Finte ausfallen muss, hängt natürlich immer vom Partner ab. Grundsätzlich gilt, je fortgeschrittener der Partner ist, desto subtiler kann die Finte ausfallen. Aber in jedem Fall muss sie erstens schnell und explosiv sein, sonst wird sie nicht gekauft, und zweitens muss sie den eigentlichen Angriff
energetisch vorbereiten. Als letzte Technik zeigen wir euch noch einen Halbschritt mit einer Drehbewegung. Iba reißt mich mit seinem Underhook in einer kurzen Drehbewegung an und ich werde zu einem Ausfallschritt nach vorne gezwungen. Dadurch ergibt sich für Iba ein optimaler Angriffswinkel und ein direkter Zugang zu meiner Hüfte und Standfläche. Ibas Drehung erfolgt hierbei um ein Standbein. Das sich drehende Bein hat die Aufgabe, direkt nach Abschluss der Drehung und unmittelbar nach Bodenberührung Ibas Gewicht in meine Standfläche zu katapultieren. Zum Abschluss zeige ich euch dieselbe Schrittkombination mit Single Leg Finish. Okay Leute, das war's von uns. Das war unser Video zum Halbschritt beim Ringen. Seid fleißig, trainiert zu Hause und ich hoffe, wir sehen uns bald. Bis dahin. Bis dahin und Peace.